Juhu, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Wow, ob unsere Gräbertour jetzt weitergeht, ich weiß es noch gar nicht, wie viele Gräber wir jetzt ausgelassen haben, aber ich weiß, wir haben auf jeden Fall noch sowas wie Münzen und Monolithen nicht mitgenommen. Mal gucken, ob wir da gleich schnell hinreisen. Dankeschön übrigens für den Hinweis mit diesem neuen Erz hier. Wenn ich nämlich noch von dem alten Erz in meiner Tasche habe, dann muss ich das erst verbrauchen, um das neue Erz erstmal aufnehmen zu können. Es ist also nicht etwa so, dass man das neue Erz in einem zusätzlichen imaginären Taschenslot einlagern würde, sondern es benutzt den gleichen Taschenslot. So, aber ich glaube, ansonsten haben wir hier ja erstmal alles drin, ne? Genau, das ist alles außerhalb. Und da haben wir ein Lager. Gut, von hier aus macht es aber dann keinen Sinn, später Schnellreise zu machen nach hier oben hin. Ich glaube, da sind wir schneller gelaufen, um uns die Sachen hier zu holen. Und auch dieses, was ist das jetzt hier nochmal? Ein Kryptaeingang. Ein Kryptaeingang, okay. Gut, das hier oben war ja auch ein Kryptaeingang, aber da müssen wir erst später runter. Beziehungsweise wollen wir auch erst später runter. Wo ist dieses Dokument? Verdorri noch einmal. Ah, ja gut, es ist eh mein Ziel. Ich hoffe, ich werde es finden, wenn ich dann da dran vorbeikomme. Gut, und hier haben wir noch was? Herausforderung mit Pfeilen getroffen. 2 von 8 Zielen mit Pfeilen getroffen. Ach so, ja, das ist da was, was ich noch abschießen müsste. Na gut, ob wir das noch alles finden. Gerade bei diesen Sachen bin ich mir ehrlich nicht besonders sicher. Gut, aber ich kann das Erz, was ich habe, auch leider nur für... Da haben wir ja noch welches. Ich kann es nicht aufheben. Geht nicht alles voll. Ich kann das ja, glaube ich, nur verwerten, wenn ich auch... Oder vielleicht, wenn ich eine Waffe in der Hand nehme. Ich guck mal. Ist voll. Ja, ist voll. Ich kann hier nichts mitnehmen. Na dann, schwimmen wir wieder auf die andere Seite. Sie geht gar nicht unter, ne? Wenn man so ins Wasser springt, man geht echt nur unter, wenn man auch die entsprechende Taste dann dafür drückt, ne? Ansonsten bleibt sie an der Oberfläche. Ja, gut. Ich guck kurz hier am Lager, was jetzt hier gleich sein müsste. Hier noch nicht. Kann ich denn hier überhaupt drauf? Oh! Oh, was? Kann ich nicht? Ich muss hier hoch. Okay. Gut, alles klar. Ich dachte schon gerade. Nein, das kann doch wohl nicht wahr sein. So, und jetzt? Immer hier rauf, ja. Wie, und den Rest des Weges kann ich jetzt laufen? Scheiße, nein, nein, nein. Oh Gott, oh Laura. Oh nein. Aua. Scheiße, aua, 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 aua. Ja, wie komme ich denn jetzt hier raus? Moment. Da vorne war Licht, ne? Also hier über uns ist es geothermale... Ach so, da gibt's auch noch. Okay, okay, alles klar. Hui, habe ich jetzt erst von hier unten aus gesehen, dass es da noch mehr solche Gesteinsformationen gibt, an denen ich dann mit meinen Haken hoch kann. Ach Gott sei Dank. Ich dachte schon gerade, wo soll ich denn hoch? Naja, gut. Dann so. Das ist ja jetzt nicht weiter problematisch. Und hoch. Genau. Ach, hier bin ich ja auch runtergekracht. Mit Ansage übrigens. Ja, prima. Und hier geht es nämlich schon wieder raus. Mhm. Dann muss ich hier tatsächlich den gesamten Weg so wieder nehmen. Da bin ich nicht runtergeglitten, ne? Glaube ich, oder? Doch, ich gehe davon aus, dass ich da runtergeglitten bin. Sonst müsste ich jetzt hier nicht den Weg an diesem weiß markierten Sims entlang. So, und runter mit mir. Na? Oh Gott! Ach du Scheiße! Aber wie hätte ich denn sonst? Ich bin schon hier, okay. Wie hätte ich das denn sonst machen müssen? Ich habe doch den Haken schon geschwungen. Kann ich doch nicht so drüber kommen, oder?
Oh wei. So, dann nochmal. Ach, da oben ist der Haken. Alles klar. So soll ich hier drüber. Puh. Ich dachte schon, ja, natürlich muss ich hier den Haken irgendwie benutzen. Aber ich habe nicht gesehen, dass es da oben nochmal dieses eine Teil da gab. Fähigkeit haben wir nicht. Waffe. Aber Waffe ist doch gar nicht das, was ich brauche. Inventar, oder? Hier, Munition. Und zwar Feuerpfeile. Granatenpfeile, voll. Feuerpfeile könnte ich machen. So, was haben wir denn hier jetzt? Rucksack. Große Ölflasche. Ich brauche da viel mehr Felle für die ganzen Patronengurte und dergleichen. Aha. Naja, gut. Und das ist einfach alles voll. Verdammt. Verdammt! Ja, ist nix leider. Ist leider nix mit Erz verbrauchen, um neues Erz aufnehmen zu können. Das ist schlecht. Gut. Da werde ich... Hoch? Ach, wie, hier ist gar nichts? Moment. Sache, hier ist gar nichts. Hier ist so ein bisschen Wasser. Und ich dachte, das wäre eine Falle oder so. Manchmal wird man einfach dann doch ein bisschen paranoid, ne? So, ich renne das Ganze jetzt mal ein bisschen schneller. Sollte eigentlich funktionieren, ohne dass es jetzt hier großartig leckt. Dann bin ich auch gleich oben bei den Monolithen. Hallo. 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 Ja, ich bin auf der Durchreise. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Hühner brauche ich nicht. Hier oben bei der Dame bekomme ich ja vielleicht auch noch was. Ich hatte ja mit ihr den Deal, dass ich hier, na nicht darüber, sondern eher so weiter hierauf, dass ich ihr Münzen aus den ganzen Ruinen bringe und sie mir dann dafür irgendwie was geben kann oder was lehren kann. So, frage nur, wo ist die Dame? Irgendwo da drin, ne? Ja, da ist sie drin. Willkommen zurück. Ja, willkommen. Sie waren also in einigen der alten Gräber. Mhm. Ja, aber ich glaube, alle habe ich noch nicht gefunden. Sie haben noch ein Geheimnis entdeckt, stimmt's? Und ich habe noch mehr Münzen für Sie. Super, danke schön. 30 Stück, das ist ja toll. Gut, wo ist jetzt der Monolith? Müsste hier weiter oben sein noch. Genau, hier ist er. Einige der Worte wurden herausgekratzt, aber es scheint auf irgendetwas zu zeigen. Karte aktualisiert. Münzversteck entdeckt. Dann gucken wir doch mal. Verdammt. Ach, macht mich nicht fertig. Da auch noch. Okay, da muss ich sowieso noch hin. Aber da unten. Naja, gut. Und hier. Ach, das ist so fies, ne? Mit den Monolithen, die man erst später lesen kann, weil man dann erst später die entsprechende Fertigkeit in der Sprache Ach. Gut, aber hier oben ist tatsächlich jetzt nur noch ein einziges. Und das hier ist ja das Überlebensversteck, was mir noch fehlte. Zwei Überlebensverstecke fehlen mir hier. Okay. Zwei Überlebensverstecke, ein Münzversteck. Aber direkt hinter mir muss ja noch was sein. Ein Münzversteck und der Eingang, der Krypta-Eingang. Ich setze mir mal einen Wegweiser hier drauf. Flupp. Genau hier. So, und die Krypta. Boah, das riecht nach Tieren. Ich glaube, da nehme ich lieber erstmal so eine Waffe. Lara, mach mal bitte Licht an. Dankeschön. Boah, das waren Spinnenweben. Na? Bisher keine Tiere.
Rechts rum oder links rum? Gehen wir mal hier rauf. Pilze brauche ich eh nicht. Oh, da liegen Leichen. Eingepackt. Alles klar. Machen wir das mal auf. Schade, dass man nicht lesen kann, was dann da oben zum Beispiel so steht. Denn wenn so eine Wand einfach zugemacht wird, denke ich immer, dass da eigentlich auch oben eine Warnung dran stehen müsste, oder? Und Lara kann das doch garantiert lesen. Huch. Und das nächste Grab. Nee, nicht so schnell, nicht so schnell. Lieber ein bisschen langsamer. Ich möchte die Umgebung eigentlich schon genießen. Aha. Da kann man schon mal einen Blick werfen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dahinter noch kommen. Oh. Ah, das ist ja merkwürdig. Warum sind denn da... Ist das ein Seil, ein gespanntes? Tatsache. Ah, und hier unten ist die Leiter, die hier mal stand, abgenommen worden. Das heißt, ich muss hier garantiert mich irgendwie so runterhangeln. Oh ja. Lieber so. Alles andere ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Und loslassen. Mhm. Wow, hier geht's aber tief in die Höhle. Hier geht's nochmal rauf. Ja, super. Seil ergreifen. Und ich weiß nicht, was da hinten kommt. Keine Ahnung, was da hinten kommt. Ich kann da nicht bis hinten hingucken. Das ist nicht so nett. Ja, ich kann es nicht schürfen. Doch, ich kann es wohl schürfen. Seit wann? 2 Stück eingesammelt. Das scheint sowas wie ein Familiengrab zu sein, ha? Huh? Wenn hier so 3 Leute drin stehen. Okay, also ins Ungewisse, ja? Ach, es war weniger, als ich gedacht habe. Das war eine kürzere Strecke, als ich gedacht habe. Da hätte ich auch runtergehen können. Aha. Da hätte ich auch einfach runtergehen können. Überliegen hier so Leitern. Da kommt man nicht rein. Das ist ganz nebelig. Wartet mal, ich habe doch hier gerade noch was gesehen. Mal kurz hier einen Blick reinwerfen, so. Bisher nichts. Da vorne muss irgendwo ein Dokument sein. Okay. Oh, hier ist was. Aurora, die Ärztin. Griechisch. Hier drin vielleicht? Nee, Moment. Wo soll das sein? Da vorne. Einmal um die Ecke, bitte. Genau. Der Weg nach Kitesh war lang und hart. Schwäche, Krankheiten und Verletzungen waren alltäglich. Aurora war eine Gläubige, die die Lehren des Hippokrates und der großen römischen Heiler kannte. Dank ihr haben so viele die Reise nach Kitesh überlebt. Es ist ihr Vermächtnis, dass das Wissen des Heilens unter den Gläubigen immer noch weitergegeben wird. Um die neue Stadt zu bauen, mussten der Prophet und seine Anhänger zuerst die lange Reise überleben. Ach, schaut mal an, jetzt hören wir auch Jacobs Stimme. Ich weiß gar nicht, war da vorher schon mal irgendetwas? Nee, ne? Aber jetzt, wo das Geheimnis gelüftet ist... Oder wartet mal, das Örtchen hier hätte ich ja auch schon viel früher erkunden können, ne? Dafür war es gar nicht notwendig, dass ich herausfinde, dass Jacob... Und ich meine, vorher ist mir das irgendwann mal aufgefallen, oder? Entweder, dass der gleiche Synchronsprecher von Jacob ist, der das vorliest, oder dass Jacob über irgendwelche alten Sachen erzählt hat. Okay, aber jetzt ist klar,
Wenn wir diese Stimme hier hören, dann spricht der Prophet selber, weil der Prophet ist Jacob. Ja, Aurora, die Ärztin. Da vorne war übrigens noch irgendwas. Ich hab's gesehen. Irgendwas war hier noch. Erz. Wirklich nur das Erz? Jetzt bin ich wieder voll. Aha, auch hier wieder. Ups. War nicht so hoch. Alles gut, du hast dir nicht wehgetan. Oh, Wandmalereien. Von was? Oh. Ob das Sternbilder sein sollen? Der Stier und hier irgendwie ein Krieger, ein Kämpfer? Sieht ja toll aus. Ich muss schon eine Waffe in die Hand nehmen, sonst kann ich damit nicht zielen. So. Hier diese Punkte sehen nämlich eigentlich wie gewollt aus. Das sind wohl keine Einschusslöcher, ha? Huh? Als ob Sternbilder wären. Dann haben wir einmal einen dunklen Gang und einen Gang mit Wasser. Oder? Ja, Wasser. Tatsache Wasser. Oh. Ein Grab. Karte aktualisiert. Interessanten Ort entdeckt. Gucken wir erstmal außen rum noch. Da glänzt es schon wieder so schön gold. Die Mosaike sind echt wunderschön. Und ich finde es wahnsinnig, dass die hier so unberührt letztendlich geblieben sind. Oder zumindest, dass der Zahn der Zeit nicht so sehr an ihnen genagt hat, ne? Teil antiker Bogen. Mhm. Gut. Ein richtiger Tomb Raider, Lara. Hm? Richtiger Grabräuber hier. Erstmal dem Toten ein bisschen von seinem Bogen wegnehmen. Gut. Die Frage ist, ist das denn jetzt hier der Ausgang? Drücken zum Einsammeln. Was ist das denn? Ist es Öl? Ist es eine Ölquelle? Hui, nicht schlecht. Na, hier könnten sie reich werden. Ja, ich glaube, ich habe jetzt hier alles. Vielleicht soll dieses Wandbildnis aber auch auf das deuten, was man dahinter findet, nämlich den Krieger oder wer auch immer er war, der dort in diesem Sarkophag beerdigt wurde. So, wir können auf jeden Fall wieder raus. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns erst einmal in den oberen Bereich, wo ich die Leute gerettet habe. Und wo sie sich dann versammelt haben, um letztendlich ihre Wunden zu lecken. Aber erstmal raus. Es geht ja glücklicherweise ganz schnell hier. Geschafft! Krypta Nummer 1. Es muss ja dann, wie gesagt, noch eine Krypta geben im geothermalen Tal, die ich vergessen habe bisher. So, hier können wir runter. Ich gucke nochmal kurz auf die Karte. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Nee, sieht alles gut aus. Ich habe hier alles mitgenommen. Prima. Genau, wir gehen erstmal nach hier oben hin, würde ich sagen. Da zwei Verstecke mitnehmen und das Münzversteck. Alles andere habe ich hier oben. Und dann gehen wir nochmal nach hier unten. Geothermale Tal zu 71% abgeschlossen. Ach, großartig. Ich weiß, ich habe bei den anderen Gebieten auch teilweise noch was liegen lassen. Das sind dann aber wirklich teilweise nur so ein Münzversteck oder eine Krypta oder irgendwas in der Art. Mal gucken, dass ich die auf jeden Fall auch noch hole. Wie gesagt, ich würde gerne das Spiel mit möglichst vielen Prozent abschließen. So, und von hier aus kam ich doch jetzt irgendwie da durch, ne? Genau.
Richtig, hier war das Wasser, durch das ich gekommen bin. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Und einfach mal hier einen Wegweiser draufsetzen. Das ist denn wo? Ist wirklich hier? Moment. Im Wasser? Nee, das ist doch weiter da hinten. Ach, und da komme ich ja jetzt von hier aus nicht durch, ne? Ja, ist typisch. Ist ja typisch. Komme ich durch. Da muss ich irgendwie dahinter. Wahrscheinlich komme ich hier nicht getaucht, ne? Nee, schade. Ach, Mann. Ich habe doch jetzt die entsprechende Ausrüstung eigentlich. Hier dürfte ich jetzt auch keinen mehr antreffen. Hier haben wir echt alles gesäubert. Und alles gerettet. Gerettet. Münzversteck ist da vorne. Mhm. Da, hier direkt neben der Hütte. Prima. Nummer 1. Wieder plus 15. Dann denke ich mal, kommen wir als nächstes dahin. Wegweiser setzen. Oder? War das nicht etwas, was ich schon mal so verzweifelt gesucht habe? Muss ich auf jeden Fall hier entlang. Ja. Die Beeren kann ich nicht nehmen. Mhm. Das ist dahinter. Mhm. Das haben wir schon mitgenommen. Das ist eine Dose, mit der kann ich nichts anfangen. Die Tür können wir nicht aufstoßen. Okay, dann gucken wir mal von hier aus. Da vorne. Ach, dann habe ich es doch einfach nur übersehen. Prima. Gut. Und das letzte Münzversteck hier oben ist da. Da frage ich mich jetzt allerdings, wie ich da hinkommen soll. Wie komme ich denn da hin? Nicht Dokument, sondern da das Überlebensversteck. So. Nicht Münzversteck. Ich finde, die beiden Zeichen ähneln sich schon sehr. Gut, draufgesetzt habe ich es. Erstmal hier komplett zurück. Was war das hier noch? Was hätte ich hier mitnehmen können? Ich kann Kürbisse nehmen, um sie zu werfen. Ach, wie niedlich. Ach, das ist ja süß. Ich glaube, ich habe diesen Bereich beim letzten Mal in der Dunkelheit gesehen, ne? Kann das sein? Dass ich das Ganze hier gar nicht bei Tag gesehen habe? Ja. Es war sehr aufregend. Ich hatte jede Menge Gegner hier und es war dunkel. Ich erinnere mich. Okay. Das Münzversteck ist irgendwie da. Wie komme ich da jetzt hin? What? No! No! Warum ist hier einer? Ich glaube auch. Fuck! Was? Jemand hält uns zum Narren. Habe ich sie? Ach du Scheiße! Ich stolper hier einfach hoch! Und dabei sind hier Leute von Trinity! Fuck! Da vorne ist noch einer! Oh mein Gott! Was tue ich hier? La 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 la! Laufen wir mal nach hier oben. Hier kann ja keiner mehr sein. Ich habe ja hier alle schon getötet. What? Warum sind denn hier jetzt so viele Leute wieder gewesen? Ne, das finde ich nicht in Ordnung. Also, das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Okay, das Münzversteck ist irgendwo da vorne. Wie komme ich denn da jetzt nochmal hin? Nur wenn ich hier oben drüber gehe, ne? Kann das sein? So, Jungs, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich habe euch doch getötet. Irgendwo hier hinten, ne?
haben sie denn hier schon wieder alles aufgebaut? Und warum? So, der hier. Und der hier. Und sind da drin noch mehr? Och nö, kommt schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier irgendwo noch einen hier da. Ich habe ihn in die Sträucher gelegt, ja? Plündern wir den auch. 12 Munition, ja. Kann ich gebrauchen. Kann ich natürlich immer gebrauchen. Ach du Scheiße. Das war irgendwie ein Satz mit X, ne? Wartet mal. Nee, da komme ich nur dahin. Ich glaube, ich sollte lieber per Schnellreise hier hin, ne? Weil da weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich da hinkommen soll. Weil hier kam ich nicht so durch. Oder? Wäre ich hier durchgekommen? Und dann hier so rüber? Wartet mal. Dieses Münzversteck habe ich doch vorhin aufgenommen. Das hier. Da hätte ich einfach so weitergehen können, ne? Gab gar keine Notwendigkeit dafür, dass ich jetzt nach hier oben gegangen bin. Toll. Naja, gut. Also, falls da oben noch irgendjemand im Lager sein sollte, du hast schon Zeit. Ich werde schon noch dazu kommen, dir ans Leder zu gehen, aber jetzt gerade hast du noch ein bisschen Schonzeit. Wie nett. Tja. So kann's gehen. Kurz auf der Karte orientieren. Ja, genau. Genau, jetzt hier durch. Und nach hier unten. Und nü? Tatsache. Und ich kann einfach hier runtergehen. Ai. Da bin ich ja wirklich total falsch gelaufen gerade. Ach, richtig. Das war das hier. Ich erinnere mich. Auch hier habe ich sie von unten genommen. Oh, das hört sich jetzt vielleicht falsch an, aber von hier unten erledigt. Ah, gut. So, wo bist du? Da oben. Ich erinnere mich. Ich bin nämlich von hier aus gekommen. Ah, genau. Von hier aus bin ich gekommen. Da muss ich jetzt einfach, wenn es geht, mich mit meinem Seil, mit diesem Seilzug, den ich da habe, irgendwie nach oben bewegen. Aber wahrscheinlich geht es nicht, weil ich komme hier an. Nee, von hier aus komme ich ja nicht da dran. Da muss ich den Weg ganz normal hochlaufen. Ja. Hier konnte ich noch was einsammeln. Kann ich hier rauf? Oh nein. Mist. Hätte mir eigentlich doch ein Hinweis sein sollen, dass es da vorne ein Stückchen Berg gibt, was man mit den Steighaken hochgehen kann. Hätte ich eigentlich gar nicht. Moment, ich glaube, ich muss hier so. So, und jetzt. So, genau. Erst einen Doppelsprung dran machen und dann mit den Steighaken hoch, beziehungsweise mit meiner Steigaxt, ja. Da ist es. Juhu! So, prima. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt hier wirklich fertig in diesem oberen Bereich. Und wollen mal wieder nach hier unten zurück. Aber dieses Mal werde ich auf jeden Fall reisen, weil das ist jetzt doch wieder ein ziemlich langer Weg. Ich kletter einfach jetzt noch bis hier. Huch, ich kletter jetzt einfach noch bis hier oben zu diesem Lager und dann werde ich von dort aus reisen. Genau. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit für mich, am schnellsten dahin zu kommen.